Sehr schön. Du erhältst ab heute täglich Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnungen über deinen Computer bezahlst, vor dem Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte du hast, desto teurer die Rechnungen. Okay. Wo? Verwaltung, oder? Rechnungen. Alle Rechnungen sind bezahlt. Okay. Dann zum Markt in unseren Einkaufsladen. Und wir bestellen das, was ich gesagt habe. Hier, zack. Jetzt haben wir nur kein Geld mehr. Aber okay, wir haben sehr viele Waren. So, Öl ist voll. Das will ich ja eigentlich auch nur zum Lagern hier herstellen. Ach, jetzt macht es auch Sinn, warum ich das Lager hier online kaufen kann. Damit ich Platz habe. Ich kann ja nicht alles hier in meinen Laden stellen. Nudeln habe ich aufgefüllt, oder? Ist alles voll, ja. Oh, Toast könnte ich mal auffüllen. Hier hinten in die Ecke vielleicht. So. Da stellen wir da die Nudeln hin. Weil wenn die Zeit stehen bleibt, muss ich mir hier gar keinen Stress machen. So. Ich will den da draufstellen. Sehr schön. Toast muss ich auffüllen, habe ich gerade gesehen. Zack, zack. Und hier müsste ich auch noch ein bisschen Toast auffüllen. Und da laufen meine ganzen potenziellen Kunden rum. So. Zack. Zack, zack, zack. Ich überlege, ob ich am Preis ein bisschen was mache, weil Mehl ging ja echt gut. Ob ich das Mehl vielleicht teurer mache. Machen wir mal auch 3,50. Nee, nicht 35. So. 3,50. Hier, lass mal auf 3,50. Obwohl, ja doch, Toast ging, aber die Nudeln gingen nicht gut. Die machen wir mal rund auf 2,50. Das holen wir ja mit dem Öl wieder rein. Nicht mit dem Öl, mit dem Mehl. Und das mit 4, das hat, glaube ich, so gepasst. So, ja, dann machen wir den Laden auf. Wir müssen noch einen Kauf durchführen. Hallo, kommt einkaufen. Ja, werter Herr, folgen Sie mir hier in den Laden hinein. Hallo, kommen Sie, biegen Sie ab. Hallo, hey, Junge, kauf ein. Mensch. Okay, jetzt haben wir eine Stunde offen, noch keiner da. Noch keiner da? Hallo, einkaufen. Ihr braucht Essen. Sie schauen so aus, als brauchen Sie was. Ja, kommen Sie mit. Sehr schön. Hier, kaufen Sie ein, die Regale sind voll. Und unser erster Kunde kauft einmal Mehl und einmal, zweimal Nudeln sogar. Oh, Luxuseinkauf. 8,50 macht das. 8,50, bitteschön. Oh, da kommt der Nächste mit Krawatte und Anzug. Du hast bestimmt Geld, also kauf ganz viel ein. Ja, Öl nimmt er mit. Oh, ich sehe gerade. Zeige ich euch gleich. Kostet 9 Euro. Bitte schön, beehren Sie mich bald wieder. Wenn die was nehmen, dann habe ich das ja hier voll im Überblick. Da sind noch 8, hier sind noch 4, jetzt sind hier noch 3. Ja, das ist richtig gut. Mal schauen, vielleicht reicht unsere Ware sogar, weil irgendwie kaufen die heute nicht. 14 Dollar zurück. Oh, dreimal Öl, zweimal Nudeln. Was hatte er denn vor? Vielleicht feiert er eine Buddy. Zack, zack, zack. Bitteschön. 41 Dollar haben wir. Was können wir da eigentlich kaufen noch? Wir haben jetzt Brot haben wir, Öl haben wir, Nudeln und Mehl. Wir könnten noch Puderzucker kaufen. Lege ich mal rein und dann bräuchten wir noch 100 Dollar. Wir müssen 103 Dollar brauchen wir. Wir brauchen jetzt 103 Dollar. Ja, aber wenn du nur Toastbrot kaufst, geht es nicht. 46, 50. Bitteschön. Zweimal Nudeln mit Karte. 5 Euro geradeaus. Und der Herr kauft Mehl. 3,50. Hat's passen. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Aber irgendwie war am Tag vorher... Ach, muss ich die Lampen anschalten? Am Tag vorher war mehr los, oder? Oh ja, kommen Sie... Mit ihrem Totenkopf-Shirt.
Kann ich mit denen interagieren? Nee, leider nicht. Kaufen Sie ein, wir haben genug. Wir brauchen $100. Wir können alles noch auffüllen. Oh ja, der kauft ganz schön. Dreimal Nudeln, einmal Öl macht $11.50. 11,50. Sehr schön. Und der nächste, wir müssen Nudeln auffüllen. Nach dem fülle ich mal ein bisschen auf. So, zweimal Toast mit Karte macht genau 7. Beehren Sie mich bald wieder. Nudeln haben wir hier. Füllen wir auch gleich auf. Also ein Karton reicht immer für ein ganzes Regal. Ist das dann bei jedem Produkt so? Ja, werden wir sehen. Und die anderen Nudeln können wir auch wieder auffüllen, jetzt wo nichts los ist. Zack, 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 zack. Dann stelle ich die mal hier hin. Wir können ein bisschen Toast auffüllen. Wow, das hat mich ein bisschen geruckelt. War im Spiel wohl zu viel, wenn ich was auffüllen will und da jemand einkauft. Zack, jemand an der Kasse. Oh, dreimal Öl. Sehr schön. $15.50 bitte. $15.50. Und die nächste kauft auch zweimal Öl und einmal Mehl. Macht dann 11,50. Und der nächste zweimal Brot. Du hast doch vorhin schon zwei Brot gekauft. Wieso ruckelt es denn so? Wieso ruckelt es denn gerade so? Auf alle Fälle müssen wir Öl nachfüllen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, haben wir noch ein bisschen Öl über. Mehl. Mehl ging jetzt gar nicht. Ja, hier einmal Nudeln. Einmal Nudeln, 2,50. 50 Cent zurück, bitteschön. Mehl geht eigentlich. Nee, Mehl geht nicht. 3,50, es ist doch zu teuer. Machen wir es wieder auf 3. So. Er kauft auch kein Mehl. 1, 2, 3. Okay, ich schau gleich mal, warum es hier so ruckelt, weil es nervt mich gerade ein bisschen. Und ich weiß nicht warum. Ich habe im Hintergrund eigentlich nur die Musik laufen. 94. So, bitteschön. Zack, zack. 55. 5,5. Oh, wir haben unsere $100, Euro, was auch immer zusammen. 50 Cent, bitteschön. So, Markt. Dann kaufen wir doch das. Ja, sehr schön. So, und den Rest sparen wir, weil ich weiß nicht, wenn wir jetzt ja jedes Mal Rechnungen bekommen. $3 zurück. Zack, zack, zack. Was uns das dann kosten wird, die Rechnungen. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir die... Das Müsli müsste das sein. Aber das stelle ich jetzt noch nicht hin. Ja, ich weiß. Oh, oh, oh. Oh, jetzt kommt der Ansturm. Die Geschäfte machen zu. Ich komme, ich komme, ich komme. Einmal Mehl, einmal Brot mit Karte. 6,50 bitte. Zack. Oh, zweimal Nudeln, zweimal Mehl. Was machst du denn? Einen Nudelkuchen. Zack, 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 zack. Und $15. Und zack. Dankeschön. Oh, jetzt kommt keiner mehr, oder? Na doch, wir haben ja noch ein bisschen. Ist so dunkel. Und hier haben wir Puderzucker. Den stellen wir mal hier hin. Stellen wir mal hier hin. Wenn der Tag vorbei ist, schaue ich erstmal, was das Ruckeln macht. Beziehungsweise, warum es ruckelt. So, oh, noch ein Einkäufer. Wie kann ich Ihnen helfen? Mit einem Toastbrot. $1.50 zurück. Oh ja, da kommen die nächsten. Müssen wir auffüllen irgendwas? Nee, für jetzt müsste es noch reichen. Das ist eh der letzte, oder? Dann ist doch eh zu. Ein Toastbrot, 3,50 mit Kärtchen. Das macht doch Spaß. Hallo, kommt ein... Ah nee, jetzt ist Enter, drücken die Sie... Drücken Sie Enter, um den Tag zu beenden. So, wir füllen erstmal... Was? Da kommt doch noch jemand. Da beende ich doch nicht meinen Tag. Ja, ich bin doch hier. So, zack, zack, zack. 8,50 €, 50 Cent zurück. Bitteschön. Da kommt noch jemand. Wieso soll ich denn dann den Tag beenden? Käffchen, wir müssen Kaffee anbieten.
Zack, zack, zack. 11,50. So, ich glaube, ich habe das ganz schlau gemacht, weil ihr kennt es ja selber im Supermarkt. Wir füllen mal auf und dann erzähle ich euch meinen Gedanken. Mit diesen Preisen mit 99 Cent, da hätte ich so Probleme, das hier so schnell einzugeben. Ich glaube, das habe ich ganz richtig gemacht, das so zu machen. Also ihr wisst, was ich meine mit diesen geraden Zahlen. Und nicht 3,49 oder 99,99. Es kostet keine 100 Dollar, sondern nur 99,99. Nee. Nee, nee. So, hier haben wir noch Mehl. Ja, können wir auch ein bisschen auffüllen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, also, wir brauchen wieder Mehl. Stellen wir mich hier hin. Oh ja, hier haben wir ja die neue Ware. Jetzt kann ich sie ja mal einfügen. So, wo kommen Frühstücksflocken hin? Hier unten, würde ich mal sagen. Zack, 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 zack. Oh, gleich 12, sehr schön. 12 Stück. Und was kosten die? 5? 5,98 ist der Marktpreis. Dann verkaufe ich sie für 5. Ich weiß nicht, ob es zu billig oder zu teuer ist. Keine Ahnung. Zack, 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 zack. 410 Gramm. Das sind sogar 10 Gramm gratis drinnen, oder? Steht es drauf? Bestimmt. Und hier haben wir Puderzucker. Puderzucker, er kommt eigentlich auch mit hier hin. Zack, zack, zack. Susu. Susu. Da gibt es Susu bei uns. So, was kostet Puderzucker? 1,15 Euro sind die Durchschnittskosten. Achso, was ich dafür zahle. Jetzt. Okay, und das machen wir dann für 4, oder? Oder 3,50. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben 96 Dollar, aber ich weiß halt nicht, wie viel die Rechnungen kosten. Aber ich kann ja den Warenkorb schon mal füllen. So, unsere Ware ist nämlich ganz gut weg. Ich brauche eigentlich von allem etwas. Eigentlich von jedem 2. So. Boah, es kostet ja ganz schön viel. Ich lege das jetzt mal alles rein. Zack, zack, zack. Wie Max. 160 ist Max oder 10 Waren? Könnte ich jetzt einmal und einmal machen? Ah, das würde gehen. Okay. Ja, kommt Puderzucker raus und Müsli einmal rein. Dann brauchen wir 168 Dollar. Alles klar, aber das ist alles am nächsten Tag. Verdienen wir 168 Dollar mit dem Zeug, was wir haben? Ja. Ja, ich glaube schon. Wir schauen mal. Tag 2, zufriedene Kunden 24. Und wir haben sogar Profit gemacht dieses Mal. Sehr schön. So. Lizenzen sollen wir erwerben hier, Verwaltung. Oh, Rechnungen. 7 Euro. 37. Aber wir haben immer 6 Tage Zeit. Bezahlen. Bezahlen. Lizenzen. Oh, hier, die können wir kaufen. Das ist Wasser, Käse, Kaffee, Eier, Milch und Schwarztee. Oh. Kassierer, Wachstum. Okay, und im Markt selber. Oh, hier oben gibt's Möbel. Das kann ich mir hier kaufen. Ein kleines Regal. Kassenschalter, Scheinwerfer, großes Regal, Gefrierschrank, Kühlschrank. Ah, Eckregal. Farben, Supermarkt und Böden. Ah, okay, das muss ich dann erweitern. Eckregal, außen? Wieso außen? Innen verstehe ich es ja, aber außen? Achso, wenn ich so ein... Oder so außen, innen aneinander? Das würde gehen. Ein halbes Regal kostet 75. Aber das brauche ich alles erst später, oder? Ich glaube, Kühlschrank müsste man mal brauchen irgendwann. Ein Kühlschrank vielleicht. Weil ich glaube, Eier und Milch und sowas muss man bestimmt kühlen. Weil hier steht ja überall Regal. Okay. Ja, dann würde ich aber den Laden jetzt schon aufmachen und hoffen, dass jemand kommt. Kann ich jemanden einstellen?
benötigt den Supermarkt Level 10. Alles klar. Hallo, kommen Sie einkaufen? Jawohl. Ach, ich wollte schauen, was das... Ah, es speichert. Ich schau mal kurz, was das Ruckeln zu sagen hat. Ich weiß es nicht. Lädt hier noch irgendwas runter? Ach so, ja, hier lädt im Hintergrund auf Steam aktualisiert. Okay. Aber dauert nicht mehr so lang. Hoffe ich. Oder nee, ich pausiere es jetzt einfach mal. Okay. Wir machen weiter. Jetzt soll es auch nicht mehr ruckeln. Mach das nochmal weg. Die braucht man, das braucht man und das braucht man. Okay. Jawohl, jetzt sollte das Ruckeln eigentlich aufhören. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Einen wunderschönen guten Morgen. Puderzucker und Nudeln für 9 Euro. Sehr schön, lasst euch abzocken. Es ruckelt aber immer noch. Ja, Grafikqualität, ja, es ist ja vorhin auch hier, vielleicht wegen dem Stream, aber normalerweise nicht. Weil bei den anderen Spielen hat es ja auch nicht geruckelt. So. Lager. Okay. Ah, Supermarkt Level 4. Alles klar. Aber wir sollen ja als nächstes laut unserem... Hallo, kommt einkaufen. Laut unseren Zielen eine Produktlizenz erwerben. Was kaufen Sie? Sie kaufen Mehl. Ein Mehl. Und ein Öl. Sehr schön. Für 7 Euro. Bitteschön, auf Wiedersehen. Oh, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Ich habe irgendwie Sachen verkauft. Das ist eine Mehl. Kauft jetzt jemand bitte Mehl? Nein, er kauft gerade... Oh, wie viel Öl kauft er denn? Achso, 2. Das hat jetzt so viel ausgeschaut. Einen Dollar zurück, bitteschön. Ja, kauf jetzt mal bitte Mehl, damit ich den einen Karton Mehl da oben hinstellen kann. Ja, dankeschön. Er kauft halt wirklich nur 2 Mehl. Und zahlt mit Karte. Okay. Also mit Karte zahlen ist ja auch erst seit Corona so richtig, zahlt, glaube ich, jeder nur noch mit Karte. Ich weiß nicht, Bargeld so nutzt man ja gar nicht mehr. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr noch Bargeld nutzt? Oh, wir müssen einkaufen. Wie viel brauche ich? Ich habe doch meinen Warenkorb. 160. Ja, oh ja, wenn die fertig sind. Oh, Großeinkauf. 17 Euro. Zack. 17 Euro. Oh, auch so viel. 14 Euro. Zack, zack. Da haben wir ja die 160 jetzt gleich. Ja, 9. Und du kaufst jetzt für 16 ein. Sehr schön. Ne, für 15, aber der nächste. Und dann können wir das Zeug bestellen. Muss ich nur schauen, dass die eben nicht so lange an der Kasse stehen. Kommst du jetzt und zahlst bitte? Ich brauche Geld. Oh, oh, zack, zack, zack. 29 und dann auch noch passend. Das sind mir die liebsten Kunden. Also wir haben jetzt hier alles drinnen. Zack. Außer Puderzucker. Noch zweimal in den Warenkorb gleich. Oh, ja. Öl können wir ja auch gleich auffüllen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und hier auch. Ja, ich stelle das jetzt einfach mal hier ab. Ich muss Nudeln auffüllen. Ich muss Nudeln auffüllen. 36,50. Ich habe doch keine Zeit. So, hier. Weg. Ich muss auffüllen. Markt. Kann ich kaufen? Ja, oder? Ja, kann ich. Sehr schön. So, hier. Bitte passend. Nein, 33. So, hier, bitteschön. 15,50. Was kriegst du raus? 4,50. Ah, bitteschön. Ich muss auffüllen. Wo sind die Nudeln? Hier. Zack, 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 zack. Ja, jetzt kurz warten. Ich muss an die Kasse, nicht, dass die mir was klauen. 17. Zack, zack. Ja, bis du einkaufst, kann ich doch nochmal was reinstellen. Was haben wir hier? Mehl. Mehl.
Zack, 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 zack. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm ja schon. Zack, 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 zack. Oh, die kaufen mir den Laden leer. 22, einen Dollar. Hier, bitteschön. Oh, da kommt schon wieder der nächste Toast. Der Toast geht aber gar nicht so. Zack, zack, zack. Toast geht gar nicht so. Was haben wir hier? Susu? Was war das? Susu? Susu war hier. Zack, 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 zack. Eins ist drinnen. Eins ist noch drinnen. Ja, ich komme ja schon. Boah, ein Stress hier. 10, 50. Auch so ein großer Einkauf. 25 Dollar, aber passend. Sehr schön. Oh, ich mache mal das Licht an und hole den nächsten Karton rein. Das sind Nudeln. Ja, die kann ich mir hier komplett auffüllen. So. Ja, ich komme ja schon. Zack, 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 zack. 20 Dollar, jetzt kaufen sie wie die Blöden. Wieder kurz vor Feierabend, oder? Was haben wir hier? Toastbrot, aber Toast habe ich doch gerade aufgefüllt. Nee, Toastbrot jetzt nicht. Ich ordne das dann wieder alles, Leute. 20, du bekommst 30 zurück. 30 ist noch in Ordnung. Zack, zack, zack. 10 Euro, 10 Dollar oder Euro. Ein Stress. Habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit zum Auffüllen? Mehl? Oh ja, Mehl müssen wir auch auffüllen. Oh, sogar ein ganzer Karton, wo weggeht. Sehr schön. Oh, jetzt kommen die nächsten. Was haben wir hier? Öl. Ja, können wir ein bisschen was auffüllen? Zack, 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 zack. Ah, da hinten haben wir ja schon auch schon Öl. Bin schon da. Oh, einmal Schokomüsli. Bitte schön, lassen Sie es sich schmecken. 17 Dollar. Zack, zack. Wir haben 182 Dollar und wir haben außen noch viele Kartons stehen. Und Müsli geht auch zur Neige. Immer schön auffüllen, dass immer was da ist. Ich weiß gar nicht, ob die Kunden unzufrieden werden können, wenn was nicht da ist. Keine Ahnung. Ob sie dann nicht mehr kommen. Oh, passend, sehr schön. Grüß Gott, 7 Dollar. 7 Dollar. Und auf Wiedersehen. Und jetzt haben wir hier noch einen Karton Müsli. Ja, da füllen wir doch gleich auf. Hallo, füll auf. Ich stelle es jetzt einfach so hin. Ah, da kommt wieder einer. Was habe ich jetzt hier noch? Puderzucker, ja, kann man auch mal auffüllen. Habe ich hier noch offenen Puderzucker? Ja, habe ich. Okay. Einmal Mehl. 3 Euro mit Kärtchen, bitteschön. Und einmal Puderzucker mit Kärtchen, bitteschön. So. Was habe ich jetzt noch? Ich habe hier... Dreh dich. Okay, ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Wir haben hier noch Toast. Haben wir noch offenen Toast? Nee. Und keinen offenen Toast mehr. Erstmal wieder alles schön sortieren. Boah, das war jetzt voll ein bisschen stressig. Zack. Kann ich das nicht hier reintun? Das müsste noch gehen, dass man die Waren in die anderen Waren reinkriegt. So, kann ich hier irgendwas auffüllen? 12, 12, wir bräuchten Nudeln. Nudeln und Mehl kann ich auffüllen. Achso, ich kann wieder nichts kaufen, weil jetzt wieder Ladenschluss war, oder? Also wir haben Öl noch ein bisschen, wir haben noch Puderzucker ein bisschen. Das Schokozeug haben wir auch. Was brauchen wir? Nudeln. Wir brauchen auf alle Fälle Nudeln. Nudeln. Die sind hier in den Warenkorb. Zweimal Nudeln sollte reichen. Alles andere haben wir. Ne, irgendwas haben wir nicht. Wir haben hier Öl. Wir haben hier Toast. Wir haben hier das Schokozeug. Ah, wir haben kein Mehl mehr. Dann kaufe ich doch mal Mehl auch. Und was haben wir vom anderen Zeug auf Vorrat? Toast, wie viel Öl ist da noch drinnen? Ja, vielleicht einen Karton Öl, einen Karton Toast. Einmal Öl, einmal Toast. Mehl habe ich jetzt 2 gekauft. Ja.
Vielleicht noch einmal Mehl, hier noch einen und hier noch einen. Vielleicht noch einmal Brot, ich weiß es nicht. Ja, noch einmal Brot. So, okay. Dann können wir den Tag beenden. 25 zufriedene Kunden. Vielleicht ist das das maximale, 25 Kunden pro Tag. Miete habe ich gezahlt und Rechnungen. Nächsten Tag starten.